meiner Serie Hydraulischer Abgleich anhand des Internets oder mit Hilfe des Internets zeigen, wie ihr eure Heizkörper voreinstellen könnt. Ich sag mal dazu vorweg, besser ein bisschen einstellen als überhaupt gar nicht abgeglichen oder gar nicht eingestellt. Dazu bin ich folgendermaßen vorgegangen. Mal sehen, ob man es so erkennen kann. Ich habe einfach in die Suchmaske eingegeben, Datenschieber für Thermostate. Dann kommen wir auf diese Suchergebnisse hier. Und man sieht schon, Datenschieber von Danfoss, von Honeywell. Also ihr seht selber, da ist die Auswahl groß. Ich gehe da gleich mit euch gemeinsam ein paar durch. Hier als erstes der Download-Bereich der Firma Danfoss. Hier finden wir zwei Datenschieber, den oberen und den unteren. Hier, man sieht es einmal, 1,87 MB und 1,89 MB. Der obere ist insofern ein bisschen eingeschränkt, da er nur mit der Normtemperatur arbeitet. Wobei ich halt noch eine andere Norm gelernt habe. Dort steht halt die Normtemperatur für Heizkörper mit 70, 55, 20. Soweit mir bekannt ist immer noch die geltende Norm 75, 65, 20. Sprich für den Nicht-Heizungsbauer 75 Grad treten in den Heizkörper ein, 65 Grad kommen wieder raus. Und die Heizkörper-Raumlufttemperatur, die wir haben möchten, ist bei 20 Grad. So habe ich es noch gelernt und ist mir jetzt neu, dass die Norm jetzt schon wieder umgestellt ist, auch wenn hier steht für Heizkörper Basic 1975. Ja, wie gesagt, ist mir nicht bekannt. Aber egal, ich zeige jetzt gleich noch, ich arbeite ja hier mit zwei Monitoren, ich habe da was vorbereitet. Hier ist jetzt praktisch der Datenschieber oben, die obere Auswahl, die man sich downloaden kann, und man sieht hier oben, hoffentlich richtig, ich halte jetzt das Stativ, ohne Stativ hier die Kamera, man sieht hier oben, ich zoome es mal ran, wir haben hier oben DIN-Heizkörper, also sprich Stahlheizkörper, diese Gliederheizkörper oder Rippenheizkörper im Volksmund, und darunter die Baulänge und dann darunter die Flachheizkörper, Plattenheizkörper im Volksmund. 33, also drei Platten mit drei Konvektorblechen. 22 heißt zwei Platten mit zwei Konvektorblechen. 21, zwei Platten mit einem Konvektorblech. 20, zwei Platten ohne Konvektorbleche. Und 11 ist halt praktisch eine Platte mit einem Konvektorblech. Und wir sehen es aber, wenn man jetzt hier reinschwenkt, es ist für eine 600er Bauhöhe, ja, und nur für die 600er Bauhöhe ist natürlich für uns jetzt nicht so maßgebend, weil nicht jeder hat da unbedingt einen Heizkörper, der nur 600 hoch ist, und deswegen, ja, will ich da eigentlich drüber hinweggehen, mit diesem Schieber hier zu arbeiten. Außerdem ist er auch für, vielleicht liegt es auch an meiner Mauseinstellung, also man sieht es, man hat hier echt ein bisschen seine Not, diese Sachen so einzustellen. Ist nicht ganz so bedienfreundlich. Der weitaus bessere Datenschieber ist der zweite, also der untere Download. Dann kommen wir auf diesen Datenschieber, den kann sich jeder in seinem Windows-System einfach installieren. Und zwar kurz zur Erklärung, wir haben hier oben die Temperaturdifferenz, das ist schon mal der grobe Unterschied zu dem anderen Schieber. Dort haben wir halt nur diesen 15er Bereich hier, diese 15 Kelvin Spreizung, also 70, 55. Die dort in dem anderen Schieber hinterlegt sind. Also sprich, mit der Spreizung verändert sich auch immer die Wassermenge. Je kleiner die Spreizung wird, also zwischen Eintritt und Austritt aus dem Heizkörper, desto größer wird die Wassermenge. Und dementsprechend verändern sich natürlich auch die Widerstände und die Mengen. Klar, Kontinuitätsgesetz. Aber davon erstmal nicht so viel. Wir wollen es ja hier für die Leute anschaulich machen, oder ich möchte es hier für die Leute anschaulich machen, die halt nun nicht so aus dem Heizungsbau kommen, die aber vielleicht handwerklich geschickt sind und ein bisschen mit dem Computer umgehen können und sich daraus dann ihre Ableitungen ziehen können. Also, hier haben wir die Temperaturdifferenz, hier haben wir die Wärmeleistung und hier bitte später die Wärmeleistung eingeben, die wir für den jeweiligen Raum ermittelt haben. Über
vereinfachte Verfahren, die ich gleich noch zeigen werde. Also, beispielsweise, wir haben jetzt ermittelt, wir brauchen 800 Watt. Ja, 800 Watt wären jetzt hier diese 0,8 kW. Und wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt hier eine 10er Spreizung, sprich wie ein modernes System ist, da sagt man 55, 45, also 55 Vorlauftemperatur, 45 Rücklauftemperatur, dann würden wir dort knapp, ja, dann sind es hier knapp 70 Liter Wasservolumen in dem Heizkörper die Stunde durchschicken müssen, unter diesen eben genannten Bedingungen, und dann würde der Heizkörper eben 800 Watt abgeben. Das kannst du gleich auch nochmal erklären, wie sich die Wassermenge verhält. Wenn wir jetzt aber sagen, wir haben jetzt ein System, was eine 15er Spreizung hat, dann nehmen wir halt diese 0,8 Watt und schieben sie unter die 15. Und dann sehen wir, die Wassermenge nimmt ab, dann sind wir hier bloß noch bei 46 Liter. Das ist jetzt erstmal der erste Schritt, damit man sehen kann, wie funktioniert das. Wir haben also hier oben die Leistung, die wir für den Raum brauchen. Jetzt ganz davon abgesehen, wie groß der Heizkörper ist. Laut meiner Erfahrung, und ich habe eine Erfahrung von ca. 200 Häusern, die ich im Bestand nachgerechnet habe, ist es seltenst, dass die Heizkörper zu klein sind. Im Regelfall sind sie zu groß. Aber wir können sie eben dann korrigieren. Das ist jetzt nicht das ausführliche Verfahren mit Rohrnetzberechnung etc., sondern einfach, wie kann man sich als geschickter Heimwerker erstmal helfen, um dort ja eine Besserung einzustellen, damit man weniger Wassermengen bewegt. Also diese, wir bleiben mal jetzt bei dem 10er Abstand, 800 Watt haben wir in dem Raum, 10er Spreizung, sind wir bei schlapp 70 Liter. Das wäre jetzt mein erster Raum. Und so gehe ich Raum für Raum durch und stelle meine Heizkörper darüber ein. Sicherlich ist es so, dass wir im hydraulischen System Heizkörper haben, die näher an der Pumpe liegen oder die entfernter von der Pumpe sind. Und in dem Augenblick haben wir natürlich andere Rohrreibungsverluste, also sprich die Strecke, die das Wasser im Rohr zurücklegt, wird ja an der Rohrwandung reiben, oder das Wasser wird an der Rohrwandung reiben und dadurch halt einen anderen Verlust darstellen. Und zwei gleiche Räume, heizlastmäßig, gleiche Heizkörper, werden, wenn sie verschieden weit von der Pumpe entfernt sind, verschiedene Ventileinstellungen haben. Aber wie gesagt, es soll jetzt hier bloß eine überschlägige Sache sein. Besser einstellen, ein bisschen eingestellt nach dieser Methode, als gar nicht eingestellt. Weil ein voll aufgerissenes Ventil zeige ich nachher gleich noch im Diagramm, wie viel Wasser dort durchgehen kann. Also das soll es jetzt erstmal hier an diesem Datenschieber gewesen sein. Kann sich jeder downloaden und dann vielleicht darüber mal selbst üben oder gucken. Wie wir zu dieser Heizleistung kommen, zeige ich gleich noch zwei Verfahren, die man dort anwenden kann. Hier jetzt noch, ich springe es mal so rüber, die Datenschieber für Thermostate. Also so kam es jetzt jedenfalls bei mir, bei der Suchmaschine. Und zwar, wenn man jetzt bei Honeywell raufgeht, hydraulischer Abgleich, Datenschieber, Heizlast, kommt man auf diese Seite, wo man dann halt diesen Datenschieber bestellen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob man den so als Einzelperson bestellen kann, aber ich will ja ihn wenigstens mal kurz vorstellen. Es ist ein Datenschieber, wo man halt nach Euronorm 12.831 Platz 2, also vereinfachte Verfahren, die Heizlast rechnen kann. Und zwar, wird man hier so hinhalten, so sieht er denn in live aus, ja. Und dann kann man eben oben sehen, hier wird schon der Lüftungsbedarf gerechnet. Ja, je nachdem, wie das Bauteil halt dicht ist, da wir ja unserem Dämmwahn unterliegen, sind ja die Häuser heute halbe Gewächshäuser, so sind die abgeschottet mit ihren Folien. Hier drunter sind dann Bauteile wie Türen und Fenster, je nach Baujahr sind dann die U-Werte dort hinterlegt und man gibt eben die Quadratmeterflächen ein, also hier oben bei dem Gebäude Lüftungsbedarf, gibt man die Quadratmeter ein und darüber über Pauschalformeln kriegt man dann einen Wärmebedarf, der dann hier praktisch in diesem Feld abgebildet ist. Die andere Seite sieht dann so aus, dass man hier eben verschiedene U-Werte von verschiedenen Baujahren kategoriert hat und dann eben dementsprechend nach dem Neubau U-Wert 03, hier oben dann 07, 1,2, 1,7 die jeweiligen Quadratmeter
einstellen kann, die diese Flächen haben, ist natürlich ein bisschen umständlich, weil in dem Augenblick, wenn man eine Außenwand hat und hat dort ein Außenfenster drin, eine Fläche komplett messen, macht sich immer einfach. Man muss natürlich denn die Fensterfläche, die dort drinnen liegt, mit einem anderen U-Wert rechnen und von der Gesamtfläche abziehen. Aber jeder, der ja sowas schon mal gemacht hat, der kennt das, was es früher für eine mühevolle Arbeit war. Heutzutage gibt es dafür Softwarelösungen, aber wie gesagt, nicht jeder will ja jetzt hier mit einer Softwarelösung arbeiten. Wir müssen mal darstellen, wie man es ganz einfach machen kann. Also, um den Hintergrund dieser Formel nochmal zu geben, es ist ja so, dass die Leistung, also Q, die wir in dem anderen Datenschieber oben eingestellt haben für die Wärmemenge, ergibt sich ja aus der einzelnen Wärmeverluste, die durch Transmissionswärmestrom gehen. Also Transmissionswärmestrom heißt praktisch U-Wert. Das ist die Fläche, hat einen U-Wert, also ein Außenball, sagen wir mal eine Außenwand, hat einen U-Wert von 1,5. Und wir haben im Raum halt, gibt es eigentlich nur, oder die meisten Temperaturen, die drinnen liegen, sind 20 Grad, 15 Grad und 24 Grad. Also 20 Grad sind alle Wohn- und Schlafräume und 15 Grad ist ein beheizter Nebenraum, beispielsweise ein Heizungsraum oder so, der im Haus liegt. Oder 24 Grad sind halt Bäder. So, und diese Innentemperatur zur Außentemperatur, jetzt hier bei mir hier oben in Oldenburg, das ist halt eine Norm-Außentemperatur von minus 10 Grad. Und drin haben wir plus 20, macht einen Temperaturunterschied von 30. Also mal Temperaturdifferenz, also Fläche, mal U-Wert, mal Temperaturdifferenz, ergibt gleich Q, die Wärmemenge, die dort rausgeht. Und das ist die Wärmemenge, die wir eben bei Norm-Außentemperatur an diesem Bauteil verlieren. Und die Summe dieser einzelnen Bauteile, wie jetzt hier mit diesem Schieber ermittelbar, ist die Wärmemenge Q plus die freie Lüftung, die wir eintragen in den ersten Schieber, den ich zuerst gezeigt habe, für die Wärmemenge für meinen Heizkörper, wo dann die Wassermenge praktisch ermittelt wird und meine Ventileinstellung ablesbar ist. Aber diese Ventileinstellung werde ich auch nochmal an einem Diagramm zeigen von einem anderen Hersteller, damit man mal sehen kann, wo da die Unterschiede liegen. Hier noch ein kleines Bild zur Erläuterung des vereinfachten Verfahrens der Berechnung. Wenn wir jetzt hier reingucken, das ist jetzt mein Haus. Und zwar sehen wir hier den Heizkörper, wo ich im ersten Teil praktisch diese Ventileinsatzwechslung vorgenommen habe. Dann muss ich diese Außenwand und diese Außenwand zusammen addieren, um zu sagen, dort findet der Wärmeverlust von 30 Kelvin mal Fläche mal U-Wert statt. Muss natürlich die Eingangstür, diese Terrassentür und dieses Fenster und dieses Fenster separat rechnen. Hier ist die Küche, vernachlässigt. Hier ist der Treppenaufgang, wird vernachlässigt, aber diese Innenwand hier, das ist eine Doppelhaushälfte, wird so berechnet, dass wenn wir über 4 Kelvin Unterschied haben zwischen diesem beheizten Raum und diesem beheizten Raum, dem alles genauso ein Wohnzimmer, weil es spiegelverkehrt ist, die Doppelhaushälfte, dann würde man normalerweise sagen, diese Seite hebt sich auf, aber in der Vorschrift steht halt so, dass wir hier 14,5 Grad haben. Also haben wir hier 5,5 mal Fläche mal U-Wert, Innenwand. So, und dann diese Summe, die dann zusammenkommt, plus natürlich den Verlust im Fußboden, nach oben hin ist beheizt, das ist die Leistung, die ich zu berücksichtigen habe, um meinen Heizkörper hier einzustellen. Hier noch ein Hinweis, den ich jetzt auch im Internet gefunden habe, Erdwärmezeitung. Erdwärme-zeitung.de. Wir sind über Erdwärme, dort werden halt Wärmepumpen ausgelegt, aber vielleicht für Sie ganz interessant, der spezifische Wärmebedarf je Quadratmeter wird hier angegeben von 45 bis 60 Watt je Quadratmeter nach Wärmeschutzverordnung NF 2002. 50 bis 60 Watt nach Neubau nach Wärmeschutzverordnung 1995. 70 bis 90 Watt je Quadratmeter Gebäude von 1995, vor 1995 errichtet mit normaler Wärmedämmung und davor
stehen die mit 120 Watt je Quadratmeter Altbau ohne besondere Wärmedämmung. Sie lesen es ja hoffentlich selber. Ich denke, dass man das so erkennen kann hier. Dazu nochmal erwähnt, dass natürlich ein Eckraum eine größere Außenwandfläche hat und dieser spezifische Wärmebedarf, der kann maximal dafür verwendet werden, um ja, als Richtwert zu dienen, weil ein innenliegender Raum mit einer kleinen Außenwand wird nie so viel spezifischen Wärmebedarf haben, wenn rings und links und rechts die Räume daneben beheizt sind, wie der Eckraum, der praktisch eine Nord- und eine Ostwand hat, weil dort wird natürlich die Summe zusammengerechnet, so wie ich es eben auch schon gezeigt habe anhand meines Grundrisses. Ein überschlägiges Berechnungsverfahren für die Auslegung oder zum Nachrechnen, natürlich ist es kostenpflichtig, ist im Internet zu finden unter dem Wärmeservice WBS zu finden. In Würzburg sitzt der Herr. Und zwar hat er ein Programm, man sieht es hier, entwickelt, der war jahrelang im Außendienst, wie man überschlägig ermitteln kann, wie denn so ein Haus, wie viel Heizleistung man denn wirklich braucht, Wärmebedarf. Wir sind jetzt nicht bei Warmwasser, sondern wir sind eben beim Wärmebedarf eines Hauses. Bei Neubauten ist es ja heutzutage so, dass der Wärmebedarf so gering ist, dass man eigentlich die Bauten anhand des Warmwasserbedarfs auslegen muss. Ich habe jetzt hier einfach mal so einen Mischwert eingegeben in diesem Programm. Ich führe es jetzt mal vor. Also ich habe jetzt 21 Grad Raumtemperatur eingegeben. Ich weiß, wie die Normtemperaturen aussehen, habe ich ja eben schon erwähnt. Und eine Normaußentemperatur von minus 10 Grad. So, jetzt kann man hier eingeben, beispielsweise das Haus ist 12 Meter lang und hat eine Breite von 8 Metern und eine beheizte Höhe, ja, sind wir, sagen wir mal, bei 260 Geschosshöhe bei 6 Meter oder 5,95. So. Dann gehen wir hier rein. Jetzt hat ja hier oben schon der gute Herr einen Bauteilkatalog angelegt. Hier sieht man schon wieder, die Außenwand hat einen U-Wert von 1,55, ein Fenster von 3,5 und das Dach von 0,80. Hier ist noch der R-Wert, also der Kehrwert drin für den Fußboden 0,20, also R durch 1, 1 durch R, Entschuldigung. So, ist jetzt auch erstmal dahingestellt. Jetzt können wir schon mal sehen, wenn wir jetzt hier hingehen. Haben wir hier noch Fenstertypen. Also ich mache es jetzt mal ganz einfach. Wir machen jetzt mal ein 1,60er Fenster. Ups, nicht 16, 1,6 Meter Fenster mal 1,20 mit dem U-Wert, den wir eben angegeben haben. Und dann sagen wir mal, okay, dann haben wir da noch ein 2 Meter Fenster mal 1,80. Und von dem da oben, sagen wir mal, haben wir 8 Stück drin. So ein normales Einfamilienhaus. Soll jetzt erstmal dafür reichen und jetzt sagen wir schließen und übernehmen und man sieht, also wir haben jetzt bei einem Haus vom Baujahr vor 1976 mit diesen doch so schlechten U-Werten einen Wärmebedarf von 17,25 kW brauchen wir Heizleistung bei minus 10 Grad Norm Außentemperatur und wir haben einen spezifischen Wärmebedarf, also rückwärts gerechnet, von 105,72 Watt auf den Quadratmeter. Da sind wir also wieder bei diesen 100 oder 120 Watt. Jetzt will ich mal zeigen, wenn man jetzt dieses alte Haus nimmt und sagt jetzt mal, okay, wir machen jetzt mal hier unten nicht mehr so ein 3,5er Fenster drin oder 3,0er Fenster drin, sondern wir machen da mal so ein 1,1er drin. Dann sehen wir, dass unser Wärmebedarf, siehe da, doch um 2 kW gefallen ist. Also wir sind jetzt beim spezifischen Wärmebedarf von 97,07 Watt je Quadratmeter. Das ist eine ganz einfache Arithmetik, was ich hier mache. Und man sieht schon mal, wie sich das hier verändert. Nicht sehr viel. Die Werbung verspricht natürlich andere Sachen. Und dreist sind wir jetzt hier 0,8er oder 0,6, glaube ich, sind die mittlerweile mit ihrem Wahn schon angekommen. Dann sind wir bei 15,5. Wobei wir dann ja immer beachten müssen, dass die Bauphysik ja nicht dumm ist, sondern der Taupunkt sucht sich ja immer die schwächste Stelle. Also wenn wir jetzt ein super Hightech-Fenster haben, wo früher noch vielleicht eine Feuchtigkeit stand, da kann auch nicht dran schimmeln an so einer Scheibe, sucht der Taupunkt sich jetzt natürlich eine schwache Stelle in dem Gebäude, wo der Wärmestrom beispielsweise nicht hinkommt. Dann wird es sicherlich hier die Außenwand sein und dann hat man irgendwo Spark in der Ecke. Also macht nicht Sinn, irgendwelche Sachen exorbitant zu dämmen, soll oder zu verändern vom U-Wert her, macht nicht so viel Sinn.
Der Vollständigkeit halber will ich es hier nochmal zeigen. Man kann natürlich dann hier auch noch eingeben, wenn es jetzt ein normales, ich sag mal so ein Siedlungshaus ist, dann hat man meistens einen Dachneigungswinkel von 45 Grad und sagen wir mal berechnen und übernehmen. Und dann sehen wir, okay, jetzt sind wir wieder bei diesem Haus. Ich mache es mal wieder, wie es für dieses Baujahr entsprechend wäre. Also wir haben 12 x 8 Meter, haben eine 45 Grad Dachneigung, haben oben beheizte Mansardengeschoss oder schräg mit einer Dachschräge. Dann sind wir bei 122 Watt auf den Quadratmeter. Jetzt kann man natürlich diese U-Werte alle verändern. Oder der gute Herr, der es hier programmiert hat, der hat das so gemacht, dass man jetzt halt hier reingehen kann und sagt, Baujahr 1900, da kommt es immer nur ganz kurz, 77 bis 83 und dann sind wir bei 16,8 kW. Und wenn wir dann bei 1994 bis 1984 sind, sind wir bei 11,3 kW, spezifische Leistung knapp 70 Watt auf dem Quadratmeter. Und dann im Neubau werden wir dann gut gedämmt, ab 95 sind wir dann auf immer bloß noch bei 7,9 zu 48,4 Watt je Quadratmeter. Natürlich wieder, ich kann es nicht oft noch wiederholen, ein innenliegender Raum braucht weniger wie ein Eckraum, der zwei Außenwände hat und somit mehr Wärmeverlust hat. Und hier kann man dann halt im Prinzip noch bei ihm einen eigenen nach Energiepass oder ja, Wärmedurchgangskoeffizienten eintragen, wie sie denn in ihrem Wärmeschutznachweis stehen, den man ja für die Baugenehmigung braucht, wenn man jetzt im Neubau ist. Ich denke mal, das ist ein sehr gutes Programm. Ich habe damit jahrelang draußen im Außendienst gearbeitet, kostet allerdings, ich glaube, 99 Euro plus Mehrwertsteuer. Ja, der gute Herr wird sich bedanken, dass ich es mal zeige. Ich habe da keine persönlichen Interessen dran. Ich wollte es bloß mal zeigen, wenn jetzt jemand doch mehr in die Materie einsteigen will. Damit kann man gut arbeiten. Und um erstmal einen Wärmeerzeuger zu überprüfen, ob der groß genug ist. Zweite Methode, um die Größe des Wärmeerzeugers zu ermitteln, ist immer, dass man über diesen Gas- oder Ölbedarf oder Raummeter Holzbedarf rangeht. Bei Öl und Gas ist es ganz einfach. Ich habe es mit dem Konrad Fischer Interview schon mal mitgeteilt. Also wenn man den Gas-Kubikmeterbedarf der letzten 3 Jahre im Durchschnitt nimmt und den durch 250 teilt, dann hat man in etwa die KW-Zahl, die sein Kessel leisten muss. Da gibt es auch VDI-Tabellen drüber, wo man das errechnen kann. Aber ich sage mal so, für die Pauschale, wenn man so rechnet und mit diesem Programm hier und die Werte nicht weit voneinander abweichen, dann kann man sicher sein, dass der zukünftige Wärmeerzeuger, den Sie da vielleicht über Ihre Heizungsfachfirma eingebaut bekommen, auch die richtige Größe hat und nicht überdimensioniert ist. Und lassen Sie sich nicht das Ammenmärchen erzählen, wir brauchen immer einen großen Heizkessel wegen dem Warmwasserbedarf. Den brauchen Sie gegebenenfalls, wenn Sie eine Dusche haben, so ein Riesending, wo man drunter ertrinkt, wo große Schüttleistung ist, dann macht der Warmwasserwärmebedarf noch was aus. Aber das ist, sollte man immer drüber sprechen. In der Regel nicht so. Wir müssen halt eigentlich bloß unsere Heizleistung beachten. Und wenn Sie da nicht über Warmwasser größere Bedarfe haben, dann reicht das immer, wenn man so zurückrechnet. Weil dreist, wenn Sie einen kleineren Kessel nehmen und Sie eine Heizungssanierung bei Ihnen ansteht, dann nehmen Sie halt ein bisschen größeren Warmwasserbereiter im Einfamilienhaus oder eben unter 3 Wohneinheiten. Dazu kann man auch nochmal recherchieren im Internet, Arbeitsblatt W552, glaube ich, war es, wo die Trinkwasserverordnung dann eben drin steht, dass man eben über 400 Liter oder über 3 Wohneinheiten muss man dann halt anders rangehen an die Sache wegen Trinkwasser, Desinfektion und so weiter. Aber das ist ein anderes Thema, sei nur am Rande erwähnt. So, bitteschön. Hier noch ein Gratisprogramm, was man sich aus dem Internet ziehen kann, auch bei WBS Wärmeservice in Würzburg. Und zwar kann man hier ganz einfach ermitteln, wie groß oder wie dick meine Rohrleitungsdimension sein muss, um bestimmte Heizflächen zu versorgen oder wie groß meine Hauptleitung sein muss, wenn ich einen Wärmebedarf habe von meinem gesamten System. Ich zeige es hier einfach mal ganz simpel. Sagen wir mal wieder meinen Heizkörper, den ich schon im Video hier erwähnt habe. 0,8 kW. Und bei einer 10er-Spreizung sehen wir halt, haben wir ein 12er Rohr. Wir haben jetzt hier einen Rohrreibungswiderstand von 12 Pascal je Meter, 112, Entschuldigung.
eine Geschwindigkeit von eine Wassermenge von ja, 70 Liter, da sind wir wieder bei unseren 69, man sieht es, es ist überall das gleiche, Mathematik lässt sich nicht betrügen. Massenstrom sind dann halt diese 69 Kilogramm und eine Geschwindigkeit von 0,248 Meter die Sekunde, wenn wir halt dieses 12er Rohr haben. Wenn wir jetzt natürlich hier einen 20er Spreizung nehmen, geht natürlich die Wassermenge weiter nach unten. Wir sehen es, der Widerstand verändert sich nach unten und wir können hier nochmal umstellen, was wir für ein Rohr haben, ob wir ein Kupferrohr haben oder ein Mehrschichtverbundrohr oder so ein Metallverbundrohr oder ein schwarzes Rohr, also dieses Stahlrohr, was gängig war, war eben dieses mittelschwere Gewinderohr nach DIN 2440. Heute haben wir dafür natürlich eine Euronorm. Man kann hier drinnen noch die Programmkonstanten verändern, indem man die mittlere Temperatur verändert. Macht aber eigentlich nur Sinn, wenn wir halt mit Wärmepumpen arbeiten, dann arbeiten wir in niedrigeren Temperaturbereichen. Den Rest würde ich da als Nichtfachmann da halt nicht verändern. Hier ist noch der maximale Druckverlust je Meter, wo ich dann halt im Prinzip sage, ab dann wird die nächste Rohrdimension verwendet bei 160 Pascal. Halte ich für einen plausiblen Wert oder für einen guten Wert, wo es noch keine Strömungsgeräusche gibt. So, das wollte ich hier nochmal zeigen. Das ist ein Programm, das kann man umsonst oder gratis aus dem Internet dort downloaden auf dieser Seite zum Nachrechnen. Wie gesagt, für einen Heizkörperanschluss oder wenn wir jetzt ja sagen, ich sage jetzt einfach mal 17,5 kW, wie dick müssen die denn da angeschlossen werden? Dann sehen wir hier gleich, beim Verbundrohr ist es halt DN25 und beim Kupferrohr sind wir beim 28er Rohr und da werden viele Leute staunen, weil da sind ja bloß 3/4 Zoll Anschlüsse dran. Hat aber was mit gesunder Rohrreibung zu tun. Wenn die Rohrreibung hochgeht, geht ihr Pumpenstrom hoch. Das habe ich im zweiten Teil, glaube ich, demonstriert. Wenn wir da unsere Wassermenge durch ein zu dünnes Rohr quetschen, wird es halt eng. Und ich zeige es jetzt hier einfach mal, indem ich einfach mal nach unten gehe, wenn wir jetzt ein kleineres Rohr nehmen. Dann sehen wir schon, dann sind wir hier schon bei 270 Pascal. Es wird funktionieren, ist aber nicht effizient. Und effizient ist ja so ein Schlagwort heutzutage. Ja, also auch darauf achten, wie gesagt, wir sind hier nur bei 17 kW. Viele Thermen haben 20 und 24 kW. Da kriegt man dann teilweise schon das Grübeln, warum da so ein dünnes Rohr genommen wurde. Wie gesagt, das ist ein weiteres kleines Tool, wo man sich mal mithelfen kann oder auch mal nachrechnen kann. Jetzt in diesem Video gezeigt, im dritten Teil, kann man ja für die Firma Danfoss die jeweiligen Ventiltypen unten ablesen auf dem Datenschieber, aber man kann natürlich auch die Wassermenge, die logischerweise herstellerunabhängig ist, ermittelt haben. Und wenn wir jetzt hier, so wie sie jetzt hier eingezeichnet haben, 30 Liter haben, ich hoffe, dass das so im Video rüberkommt, diese 30 Liter, die wir haben müssen bei 100 Millibar Differenzdruck, ja, müssten wir hier eine Heizungsstufe 3 einstellen. Also wir sehen es jetzt, wir sind jetzt hier zwischen 2,5 und 3,5. Man kann natürlich auch 2,5 einstellen bei den neuen Ventilen. Hier ist der Differenzdruck praktisch. Wie hoch ist der Druck? Der Differenzdruck, der je nach Heizkörperentfernung von der Pumpe abhängig ist, den wir aber heute hier mal vernachlässigen. Und wir haben hier diese 30 Liter und der Schnittpunkt. Und dann sehen wir hier zwischen, hier sind die einzelnen Ventileinstelllinien von diesen Stufen, die man hinter dem Thermostatkopf, wie ich ja schon im ersten Teil ausgeführt habe, gezeigt habe, ablesen kann und dann eben dementsprechend einstellen kann. Bei der Firma Danfoss ist da noch ein Unterschied. Also hier bei Hallmeier ist es so, dass die so um die 100 Millibar Differenzdruck haben möchten am Heizkörper. Das hat was damit zu tun, wenn es zu hoher Differenzdruck anliegt, dann ist die Pumpe wahrscheinlich zu hoch eingestellt. Oder eben das Rohrnetz nicht vernünftig berechnet worden, dann fängt es an zu rauschen, wenn da zu viel Wasser durch ein kleines Kapillar gedrückt wird. Und bei der Firma Danfoss ist es so, dass die eben diese 50 Millibar Differenzdruck anstreben sollten. Das sollte sein, aber man kann natürlich nicht immer exakt diesen Differenzdruck haben. Also hat man dann, wie auch im Video gezeigt, im zweiten Teil hydraulischer Abgleich, wo ich sage, der Differenzdruck kann von hier bis hier liegen. Ja, also von irgendwo 60 bis 160 oder so in dem Bereich könnte der liegen. Wenn es natürlich zu gering wird, dann wird der Druckverlust so hoch sein, dass durch das Ventil nicht mehr fließt.
was dem Schluss hat, dass wir einen kalten Heizkörper haben und sie frieren. So, denke, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Wenn es da, wie gesagt, Fragen gibt, E-Mail ist bekannt, Frage rüberschicken. Und an der Stelle möchte ich mich bei den Leuten bedanken, die mir schon Mails geschickt haben, mit denen ich telefoniert habe, denen ich so weiterhelfen konnte. Und ja, deswegen mache ich das, dass wir uns alle gegenseitig helfen, weil aus anderen Videos ist ihnen bekannt, es gibt genug Kugelschreibertäter, die können wir alle irgendwann nicht mehr brauchen, wenn es mal anders läuft. Dann brauchen wir wieder Leute, die mit Herz und Verstand an ihren Beruf gehen. Bis dann. Tschüss.